Auf unserem Nachrichtenportal formel1.de gibt es jeden Tag nach einem Formel-1-Rennwochenende die Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Nach Saudi-Arabien 2024 habe ich die These aufgestellt, Ferrari macht mit der Verpflichtung von Lewis Hamilton für 2025 womöglich einen Fehler. Boah, das würde ich nicht so sagen. Lewis Hamilton ist halt jemand, der braucht das Auto genauso, wie er will. Wenn er es hat, ist er sehr, sehr schnell. Aber man sieht jetzt gerade, wenn er unzufrieden ist, fällt es ihm etwas schwerer, die Leistung dann abzurufen. Und dann ist er halt auch jemand, der dazu tendiert, am Funk sehr lautstark, nicht lautstark, aber sehr oft zu erklären, warum es gerade nicht funktioniert. Carlos Sainz und Leclerc haben super zusammengepasst, war sicherlich eine gute Kombination. Aber natürlich, mit dem Namen Hamilton kann Ferrari da noch mehr machen, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn das Auto passt, dann wird er sicherlich um die WM fahren können mit Ferrari. Weißt du, warum ich die Frage stelle? Ich habe nach Saudi-Arabien so ein bisschen die These aufgestellt, dass John Elkann sich möglicherweise darüber ärgert, dass man den Vertrag schon so früh gemacht hat, weil bei allem, was Red Bull gerade vor sich geht, bestünde vielleicht auch die Chance, Max Verstappen davon zu überzeugen, zu Ferrari zu kommen. Ist es vor diesem Hintergrund vielleicht unvorteilhaft für Ferrari, dass man jetzt auf Hamilton und Leclerc committed ist schon? Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt, dass Verstappen das Team verlassen wird, und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass man da verärgert ist. Ganz im Gegenteil, ich meine, der Aktienkurs, man hat es ja gesehen, was da passiert ist. Also mit Hamilton kann man schon vieles erreichen, und über die Formel 1 hinaus gibt es ja auch noch andere Themen für die Zukunft. Deshalb glaube ich nicht, dass er da enttäuscht ist. Aber ich weiß, was du meinst, aber das ist halt die Formel 1, und ich denke, die Fahrerpaarung ist sehr gut, die Ferrari dann ab nächstem Jahr hat. Okay, das war Sky-Experte Ralf Schumacher, auch einer der Experten auf unserem Kanal, neben Marc Surer, den ihr ja bestimmt auch kennt. Wenn ihr mehr von den beiden sehen wollt, dann gerne an dieser Stelle den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ihr seht schon, Ralf ist beim Thema Hamilton, Elkann und Ferrari durchaus anderer Meinung, als ich das bin. Ich stelle jetzt mal in den Raum, dass Lewis Hamilton am Ende der Saison 2021, du erinnerst dich, diese Rennen in Brasilien, Katar, wo er ja wirklich nochmal über sich hinausgewachsen ist, dass er da einen absoluten Peak in seiner Karriere erreicht hatte, aber mich lässt irgendwie das Gefühl nicht los. Seither hat er kein Siegerauto mehr und seither ist auch die Luft so ein bisschen draußen bei ihm. Teilst du den Eindruck oder würdest du mir da widersprechen? Nein, ich glaube einfach, das ist die Formel 1. Man hat hier immer diese Zeiten, der sogenannten Fahrer, Wunderfahrer, speziellen Fahrer, die auch da sind. Ich muss sagen, aus denen muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt, Lewis Hamilton ist natürlich als siebenfacher Weltmeister ein unglaublicher Fahrer. Trotzdem hat er nicht, glaube ich, diese Qualität, die er Max Verstappen hat. Er ist nicht so konstant wie Max Verstappen, meiner Meinung nach. Und er kann auch nicht unbedingt diese extra Zehntel rausholen. Das hat man auch oft im Vergleich zu seinem Teamkollegen gesehen. Was er kann, er ist ein sehr guter Qualifier, gar keine Frage. Ich glaube, die Luft ist noch nicht raus. Das Problem ist nur, Lewis Hamilton befindet sich in einem Alter als Fahrer, in dem man nicht mehr in der Lage ist oder nicht mehr will, nicht mehr auf die Situation einstellen will, auf das Auto einstellen will. Er ist fix der Überzeugung, ich habe da gewonnen, dieses Gefühl brauche ich in dem Auto, um schnell zu fahren. Und da ist halt die Frage, geht er mit der Zeit und geht er vor allem mit den neuen Regeln? Weil mit den neuen Regeln, die jetzt auch waren, ändert sich auch der Fahrstil. Und da könnte es sein, dass es da schwer tut. Es geht so ein bisschen auch in die Richtung von etwas, was Nico Rosberg über all die Jahre immer wieder gesagt hat, nämlich, dass der Lewis Hamilton, wenn es ihm taugt, wenn er Spaß hat, nahezu unschlagbar ist, aber dafür auch komplette Off-Tage hat, wenn er aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht so motiviert ist. Gehst du da mit? Motiviert. Ich glaube, dass wenn man so lange in der Formel 1 ist, dann hat man mal Tage, wo es mehr oder weniger Spaß macht. Jetzt fahren die Jungs nur noch Rennen und ich kenne keinen Rennfahrer, der nicht motiviert ist, um im Rennen vorne zu sein. Die Frage ist immer, was man im Vorfeld dafür tut. Wie oft geht man Simulator, wie oft arbeitet man im Vorfeld mit den Ingenieuren, weil es ist ja schön, bis Nacht auf der Rennstrecke zu sitzen. Aber das passiert ja meistens in der Vorbereitung. Du hast vorhin gesagt, Lewis Hamilton ist ein sehr, sehr guter Qualifier. Das ist Charles Leclerc auch. Wer von den beiden, glaubst du, wird letztendlich der Schnellere sein, rein vom fahrerischen Potenzial her? An dem Punkt kurz mal Stopp. Gefällt euch das Video bis hierher? Dann zeigt das doch mit einem Daumen hoch. Für euch kein großer Act, für uns eine große Unterstützung. Das ist eine gute, der komplette Rennfahrer für mich ist eigentlich der Lewis Hamilton.
Die Frage ist, wie kommt da rein? Lewis ist auch ein Gefühlsmensch, der braucht das Gefühl, Nummer eins zu sein. Ich würde auch sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass wenn er noch zwei, drei, vier Mal hinter George Russell ist, dass der auf einmal die Flöhe husten hört und sagt, naja, jetzt bin ich hier weg und ich kriege gar nicht mehr die Unterstützung. Das will ich so nicht. Also Lewis ist da schon ein sehr spezieller Charakter und das ist halt die Frage, wenn er reinkommt, wenn das Auto funktioniert und ich bin mir sicher, dass auch Fred Vasseur nicht umsonst so viel Geld bezahlt, also der weiß ja, was er tut. Der wird ihm alles bieten, alles geben. Dann kann er da performen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko und als Rennfahrer ist Lewis Hamilton sicherlich der komplettere. Aber wir haben es ja gestern gesehen: junge Leute auf dem Vormarsch, wenn man ihnen die Chance gibt, wenn sie gut sind. Und er ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das ist einfach so. Ralf, du selbst hast auch mal einen Teamwechsel gemacht zwischen zwei Top-Teams sozusagen, als du damals vom BMW Williams weg bist, hin zu Toyota oder Top-Team, sagen wir eher Team mit sehr großen Ja, Ressourcen, genau. ist vielleicht eine bessere Formulierung. Ja. Kann ein Fahrer, der so einen Wechsel vollzieht, dann auch irgendwelches Wissen mitbringen, wo man sagt, das kann dem Team auch helfen, das kann Ferrari vielleicht so den letzten Punch geben, der ihnen aktuell noch fehlt zur absoluten Spitze? Das kann er schon, nur das Problem ist, dass Mercedes jetzt ja seit zwei oder jetzt im dritten Jahr irgendwie so ein bisschen hinterherfährt. Das heißt, was kann er mitbringen? Er kann seine Expertise mitbringen, er kann seine Rennübersicht mitbringen, wenn er dann während des Rennens mit den Ingenieuren zusammenarbeitet. Also das wird jetzt schon eher schwierig, weil ich glaube, dass Ferrari ja inzwischen, ich sage mal, mit Fred Vasseur und seinen Änderungen jetzt schon sehr, sehr gut ist. Also da kann er nicht allzu viel beitragen. Wirklich Weiterentwicklung ist auch nochmal so ein Faktor. Da bin ich sowieso gespannt. Charles Leclerc ist ja derjenige, der eher ein aggressives Auto braucht, der auch viel pusht. Lewis Hamilton ist ja gleich jemand, der am Punkt dann sofort sagt, mein Heck ist unruhig, mein Heck ist unruhig. Und da bin ich mal gespannt, wer da die Vorherrschaft kriegt, weil das wird auch für ein Team eine Herausforderung, zwei Fahrern das zu geben, was sie brauchen, wenn sie komplett unterschiedlich sind. Können das auch zum Beispiel manchmal so Kleinigkeiten sein wie, keine Ahnung, jetzt sitzt der gemeinsam mit den Ingenieuren in irgendeinem Briefing drin, und die sagen dann, hier haben wir da das und das Limit bei dieser und dieser Software, und dann sagt Luis übrigens, bei Mercedes haben wir das so und so gemacht, wollt ihr euch das mal nicht vielleicht anschauen? Sind es auch solche Dinge, wo ein Fahrer vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann? Natürlich, es gibt natürlich auf der Arbeitsebene, das fängt auch schon mit einer banalen Checkliste an. Es gibt ja immer Dinge, der Teufel liegt im Detail, die man vergisst, die man auch als Fahrer, wenn man so im Daily Business ist, oft nicht mehr hinterfragt und die dann einfach so durchgehen. Also da sind so Kleinigkeiten, ja, Abläufe, Checklisten, Programme, eventuell Simulationen, was alles mit einbezogen wird in den Simulationen. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was bringen. Ich habe jetzt nur rein vom fahrerischen, also nicht vom fahrerischen, sondern vom Autopotenzial und Motor natürlich. Da glaube ich schon, auf der Motorseite ist Mercedes ja nach wie vor führend. Ja, haben halt im Moment nicht das beste Auto, um das zu zeigen, der Konzern, der die Motoren baut. Und dementsprechend glaube ich, ist da auch noch was zu holen. Ich weiß, Ralf, du hast natürlich keine Glaskugel, aber die Prognosen und Tipps sind natürlich trotzdem immer etwas, was uns interessiert. Glaubst du, dass Lewis Hamilton auf Ferrari nochmal Weltmeister wird? Also wenn er, das liegt an ihm. Wenn er offen ist und wenn er bereit ist, da wieder Vollgas zu geben und zu kämpfen und auch wirklich mit der neuen Situation mitgeht, dann ja. Ansonsten nein. So, weil er einfach mit 39 Jahren und mit seinem Riesenerfolg und das mit dem Ego soll jetzt nicht negativ klingen, aber Lewis Hamilton ist natürlich zu Recht sehr selbstbewusst. Und das, wenn man das behält als Fahrer, und das ist schwierig, die Situation aus irgendeinem Grund, dann wird es schwer. Man muss schon offen sein und kämpfen wie am Anfang. Siehst du da auch, weil du das gerade ansprichst, so ein bisschen Explosionspotenzial zwischen zwei, ich sag mal, in Ansätzen komplizierten Charakteren wie Leclerc und Hamilton? Oh, das ist auf jeden Fall. Leclerc wird rein, wird versuchen, die Vorherrschaft zu halten. Muss er auch. Er ist ewig bei Ferrari. Das heißt, er muss Hamilton dominieren von Anfang an, weil das ist sein Vorteil. Und umgekehrt genauso. Lewis Hamilton, wie ich ihn kenne, wird sicherlich im Vertrag das ein oder andere drin haben und wird versuchen, Leclerc gleich mal den Schneid abzukaufen, wird auch versuchen, das Ingenieurteam und die Weiterentwicklung in seine Richtung zu bringen, in seinen Fahrstil, um natürlich das Leben für Charles Leclerc schwerer zu machen. Man darf nicht vergessen, der Teamkollege ist der Erste, den man schlagen will. Gesetzt den Fall, Ralf, Lewis Hamilton holt diesen achten Titel, würde das ja auch bedeuten, dass der Name Schumacher auf der Liste der Rekord-WM-Titelebene ganz oben verschwindet. Würde dich das in irgendeiner auf irgendeine Weise berühren oder ist dir das egal?
Nee, weil ich sag mal, das immer jeder zu seiner Zeit. Und wenn Lewis Hamilton das wirklich schafft mit Ferrari, dann hat er es auch verdient und dann freue ich mich auch für ihn. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg und da geht es gar nicht darum, welche Rekorde man einstellt, sondern wir wollen ja, wir zwei jetzt berichten über eine spannende Formel-1-Saison, über tolle neue Themen und da wäre das natürlich auch was Gigantisches, weil Ferrari ist schon eine besondere Marke nach wie vor in der Formel 1 und ich freue mich, dass Fred Vasseur so langsam die wieder in den Fokus zurückholt. Ich meine, wir haben ja zeitlang über Ferrari ganz anders diskutiert. Und jetzt ist es wieder ein richtiges Team nach außen auch mit Erfolgen schon. Und best of the rest, muss man auch sagen, auch wenn es noch ein bisschen komisch klingt. Also, die machen aber jetzt ja echt wieder einen ordentlichen Job. Bereits vor ein paar Tagen haben wir auf unserem Kanal ein durchaus kontrovers diskutiertes Thema zur Horner-Affäre veröffentlicht. In diesem sagt Ralf Schumacher unter anderem: Ich glaube nicht, dass er das übersteht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch jetzt hier als nächstes Video an.